Achtung, Luigi, pass auf! Oh, das war knapp. Aber was hat er vor? Was passiert da? Hä? Oh, oh nein, nein, nein! Wow! Luigi! Nein! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3 hier auf Katze. Wir sind in der wunderschönen Strandbar und oh, was ist denn jetzt los? Oh, das Ding hat sich geöffnet. Aber was habe ich getan? Ist es gerade einfach so passiert? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Ich war noch nicht fertig, mich hier umzusehen. Aber gut. Ja, die Strandbar. Ihr seht es schon. Wir sind gerade hinter der Theke, können ein paar nette und leckere Cocktails vorbereiten. Vielleicht mit Ananas oder Kokosnuss. Aber, wie ihr sehen könnt, ist niemand hier. Das heißt, wir müssen diesen Bereich gleich verlassen und gucken, ob unsere Strandgäste vielleicht dahinter sind. Aber eine schöne Bar, die dich gerne mal wirklich in echt gesehen und erlebt. Wow! Jetzt sind wir am Strand. Das ist die Strandbar. Hier gibt es ja noch mehr schöne Holzhocker und Fässer, die als Tische dienen. Ist ja schön. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Luigi's Mansion 3 gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Dieses Ding hier ist irgendwie mysteriös. Was können wir hier anstellen? Wir müssen womöglich... Ah, Moment, eine Kokosnuss. Ich könnte ja mal eine Kokosnuss dagegen schleudern. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Kann ich bitte noch eine Kokosnuss haben? Moment, ich hole mir noch von irgendwo eine Kokosnuss und schleudere noch eine dagegen. So, die andere Kokosnuss darf nicht wegrollen. Ich brauche die jetzt gleich. So, wir zielen. Und meine liebe Meerjungfrau. Wir machen dieses Ding einfach kaputt. Moment, Moment. Eine habe ich noch. Kommt. Alle guten Dinge sind drei. Und? Ui. Ui, da war ein Geist. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es sowas sein wird. Okay, du hast auf jeden Fall einen Kristall. Denn du bist ein Glitzergeist. Ich sehe das doch. Stehen bleiben, mein Freund. Ins Wasser kann ich leider nicht. Das heißt, du kannst mich da auch nicht reinziehen. Stellt euch mal vor, Luigi würde jetzt schwimmen gehen. Das wäre ja mal was. Hey, Moment. Aber das würde, glaube ich, nicht funktionieren mit dem Schreck weg. Denn elektrische Geräte dürfen ja keine Berührung mit Wasser haben. Sonst gehen sie sofort kaputt und das ist auch gefährlich. Und daher gilt das auch natürlich für den Staubsauger. Gut. Was haben wir ansonsten hier? Also viel Sand wieder zum Wegsaugen, das ist klar. Das haben wir ja regelmäßig immer wieder. Und da hinten, da sehe ich ein Piratenschiff. Wer wohl da auf dem Piratenschiff ist? Vielleicht finden wir das noch heraus. Vielleicht gibt es ja hier einen bösen Piraten als Geist. Arr, Seemänner, ihr müsst Luigi aufhalten. Doch wir lassen das natürlich nicht zu. Ganz viel Sand. Immer schön drehen. Gucken wir mal, was hier ist. So, hier ist ein Schild und ein Anker. Wow. Ein Anker für echte Seemänner und Seefrauen. Und was haben wir hier Schönes? Eine Glocke. Sollen wir mal läuten? Hallo, Ding Dong. Ist da jemand? Hallo? Hä? Das Piratenschiff versteckt sich irgendwo im Nebel. Wo ist das Piratenschiff? Oh, wie es aussieht, kommt es auf uns zu. Okay. Wow, das ist nicht nur ein Piratenschiff. Das ist ein Geisterschiff. Wow. Können wir auf dieses Geisterschiff klettern? Wow, hey. Er hat mich ganz nass gemacht. Oh, oh. Ich glaube, entweder kommt da jetzt jemand runter. Oder aber wir werden dazu aufgefordert, auf das Piratenschiff zu kommen. Ich glaube, das sollten wir erkunden. Ist ja verrückt. Einmal die Glocke geläutet, schon kommt das Piratenschiff zu uns. Hallo? Ist hier jemand? Hallo?
Hier ist niemand. Oh, da oben! Der letzte Toad! Wir können ihn jetzt retten, aber wie kommen wir da hoch? Hier muss doch irgendeine... Moment mal. Was ist das? Ein Hai! Luigi? Ich glaube, du musst aufpassen. Oh! Oh, oh. Der hat die 13. Die 13 ist sogar sein Auge. Ein echter Pirat? Schaut mal. Er hat die Form des Schiffes angenommen. Wow, nein! Oh, jetzt hat er mich gefressen. Schnell weg hier. Okay, ich sehe schon. Links und rechts gibt es Geister, die mit Bombenfässer werfen. Und ihr habt schon gesehen, das geht ruckzuck. Ich muss mir einen Bombenfass schnappen und das einfach in sein Maul werfen. Er muss diese Bomben fressen. Und so explodiert er. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt, ob ich ihn damit rauslocken kann. Ein Versuch ist es aber allemal wert. Uiuiui, knappe Geschichte. So, na komm, reiß schon dein Maul auf. Ich werfe dir ein neues Bombenfass entgegen. Jetzt. Guten Appetit, mein Freund. Und da ist er wütend. Komm raus, komm raus. Ja, du hast dich verbrannt, mein Lieber. Du bist also ein Hai und ich dachte, ich habe es jetzt mit einem Piraten zu tun. Das ist ja mal eine schöne Überraschung. Na, komm her. Arr, wie ein echter Pirat. So. Oh, oh, jetzt habe ich dich. Ah ja, du machst zwar das Schiff kaputt, aber das ist genau die Möglichkeit, um dich zu schnappen. Bitteschön. Ja, hast du schon genug? Natürlich versteckt er sich wieder. Jetzt gibt es das gleiche Prozedere. Oh, Mann, 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 Mann. Oh! Nein, was für eine Chose. Pass bloß auf, Luigi. Das sieht nicht gut aus. Er möchte uns zerkauen. So, als wären wir ein Stück Fleisch. Aber das lassen wir nicht zu. Er kriegt nämlich die Bombenfässer, die dann in seinem Inneren explodieren. Nur so können wir diesen Geist stoppen. Aber ein Treffer reicht natürlich nicht aus. Denn so ein Geist, vor allem ein Hai als Geist, ist durchaus sehr, sehr stark. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Oh, 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 hey, nicht alles explodieren lassen. Gut, ich bin bereit. Na, komm hoch. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Ja, und? Oh, Teppichtörtchen. Hat nicht ganz geklappt. Dranbleiben, Luigi. Nochmal heilen, das ist wirklich hier kunterbunt. So, und nimm das. Na, wie schmeckt dir das, hä? Ein Treffer brauchen wir noch, dann müsste er wieder rauskommen. Okay, Achtung. Und zack. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ja, ja. Du solltest dich nicht mit uns anlegen. Stattdessen solltest du uns den Knopf einfach geben. Dann könnten wir dich auch in Ruhe lassen. Uiuiui. Okay, Achtung. Ich muss auf den Superangriff warten, sodass er im Holz hängen bleibt. Okay, das war nicht der Superangriff. Na komm schon. Ich weiß, dass die Augenklappe dich schützt. Und dafür sorgt, dass ich dich nicht einsaugen kann. Aber ich muss dich irgendwie anders dazu kriegen. Na komm schon. Zeig mal, wie stark du bist. Jetzt, jetzt, Achtung. Oh nein, ich hätte ihn nicht abwehren dürfen. So. Das war noch nicht der richtige Angriff. Und das wird auch ein normaler sein. Na komm schon. Mein lieber Hai, zeig doch mal, was du drauf hast. Jetzt. Perfekt, meine Chance. Moment. Okay, ein... Oh, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Oh, hey, du haust mir nicht ab, mein Freund. Bitteschön. Bisschen Energie hat er aber noch. Huh? Was ist denn jetzt los? Oh, oh, ich glaube, der ist mächtig wütend auf uns. Jetzt hat er sich irgendwo anders versteckt. Hä? Wo bist du? Oh, oh, oh. Nein! Was macht der bloß? Wow! Okay, okay, okay. Luigi, ich weiß nicht, wie wir dieses Ding besiegen sollen. Wow! Wir müssen uns festhalten. Aber wo? Moment, Moment. Genau, hier. Oh, Luigi, halt dich fest. Halt dich fest. Mit deinem Staubsauger. Nur nicht fressen lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ging gerade nochmal gut. Jetzt brauche ich ein paar Bombenfässer. Ich glaube, ich muss dieses riesige Ding füttern. So, Nummer 1. Na komm, ich brauche noch mehr von diesen Bombenfässern. Hier ist Nummer 2. Guten Appetit, mein Freund. Und Nummer 3 ist auch schon auf dem Weg. Bitteschön.
So, reicht es aus, um ihn aus der Reserve zu locken? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Luigi! Nein! Du musst dich schnell festhalten. Jetzt, jetzt. Halt dich fest. Halt dich fest. Okay, okay. Alles, alles gut. Alles gut. Schön festhalten, Luigi. Boah. Halleluja. Jetzt braucht er nochmal die pure Abreibung. Also gut. Bombenfass Nummer 1. Guten Appetit, mein Freund. Und da ist Nummer 2. Auch das schleudere ich dir entgegen. Und die nächsten sind auch nicht mehr weit. Bitteschön. Und jetzt komm da wieder raus. Das ist genug gefressen. Perfekt, da ist er. Na, komm hier runter. Komm hier runter, du Angsthase. Ja, ja, ja. Voller Ruß, voller Rauch, was? Hast dich wohl verschluckt, hä? Achtung. Ich muss ausweichen und muss vorsichtig sein. Aber was für ein cooler Geist. Was für ein cooler Endboss. Der macht richtig Spaß. Wow! Der will mich fressen. Ey, lass los. Autsch. Mann, oh Mann, oh Mann. Noch einmal kriegst du mich nicht. Aber schaut mal, der sieht auch nicht mehr ganz okay aus. Ich glaube, der bräuchte auch mal eine Pause. Die wird aber natürlich von mir nicht bekommen. Oh nein, ich habe die falsche Figur. Luigi. Und 1, 2, 3 und tschüss. Das war's dann wohl, mein lieber Heiden. Na, 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 nicht so schnell. Komm zurück, komm zurück. Hab ich dich. Und tada. Endlich haben wir den nächsten Knopf. Luigi klatscht sogar für uns. So, was haben wir hier noch? Ein Fischi. Weg mit dir. Geh zurück ins Wasser, mein lieber Fisch. Du sollst leben. Und hier. Knopf Nummer 13. Gut gemacht, Luigi. Haha, klasse. Aber jetzt müssen wir da nach oben kommen. Oh, Doggy. Hallo, Doggy. Ah. Du hast eine Leiter für uns. Eine Strickleiter. Ja, praktisch. Dann komme ich gleich mal zu dir nach oben. Schön festhalten. Und da oben ist unser lieber Freund, der Toad. Toad, wir befreien dich da aus diesem Bild. Mach dir keine Sorgen. Hier gibt es aber noch viele Schätze zu finden. Wow. Richtiges Piratengold. Cool. Und hier kann ich das Schiff bewegen? Nee. Ich kann dieses Fass darunter bringen. Mit goldenen Fischen. Moment. Ja, genau. Die kann ich hier sprengen sozusagen oder teilen. Und dann komme ich an die Goldbarren. Klasse Sache. Hier gibt es viel zu entdecken. Und boom. Hui, Hummer. Da war wohl jemand fleißig auf seiner Reise. Und jetzt, mein lieber Toad, kommst du erstmal zurück. Uiuiui. Hey. Ich hab dich. Alles gut. Na, wie geht's dir? Eieiei. Der kleine Toad. Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Professor, das mache ich. Ich muss aber noch ein bisschen das Schiff hier erkunden. Denn wir sind ja nicht alle Tage auf so einem großen und wundersamen Schiff. Also die Zeit, die müssen wir uns noch nehmen. So, viel Krempel. Und Lebensmittel natürlich auf hoher See ist es wichtig, auch genügend Lebensmittel zu haben. Damit man auch überleben kann. Aber ansonsten nicht viel. Nicht viel zu entdecken. Und zack. Oh, schaut mal, da ist eine Schatzkarte. Das ist ja mal cool. Ah, guck mal, es gibt da auf der rechten Seite auf der kleinen Insel ein X. Das wiederum bedeutet, dass dort eventuell ein Schatz vergraben ist. Hm. Vielleicht sollten wir das mal stärker unter die Lupe nehmen. Also, mein lieber Toad, so schnell bringe ich dich, glaube ich, nicht nach Hause, denn ich möchte noch dieses Rätsel lösen. Komm mal mit. Dupi, dupi, dai, da, 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 dai. Hier unten liegt auch noch Krempel, den ich von oben runtergeschmissen habe. Aber das ist alles halb so wichtig. So, die Schatzkarte sagte, dass wir auf dieser Insel oder von diesem Steg, von diesem Schiffsbootssteg hier runter müssen.
Und dann gibt es anscheinend einen Weg hier auf der rechten Seite. Ja, tatsächlich. Und wir müssen auf diese Insel da drüben. Ah ja. Haben wir schon fast gedacht. Irgendeinen Weg muss es ja geben. Hä? Kommen wir noch nicht weiter? Fehlt da noch etwas? Ich habe doch jetzt alle Geister eingesaugt, oder nicht? Oh, okay. Jetzt geht's plötzlich. Komm mit, Toad. Es gibt hier einen Goldschatz zu finden. Oder irgendwas anderes. So, und auch hier ist natürlich eine Brücke. Euch sauge ich ein. Alles kein Problem. Moment, ich muss nochmal zurück. Jetzt geht's hier drüber. Und der Goldschatz, der ist hier vergraben. Vergraben bedeutet für mich allerdings, ich habe ja keine Schaufel, dass ich womöglich den Sand wegsaugen muss. Toadie, Entschuldigung. Gerade bist du aber etwas im Weg. Ja, das muss der Schatz sein. Diese Goldtruhe. Wow, wir konnten die Schatzkarte richtig entziffern. Und haben verstanden, was sich dahinter verbirgt. Ja, klasse. Ein paar Kokosnüsse, die brauchen wir aber alle nicht. Und dann öffnen wir die Truhe. Bist du bereit, Toad? Ja, wow. Hier sind aber viele Münzen. Und sogar, wow, ein Kristall. Also das hat sich mächtig gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Toad, wir sind echte Piraten. Wir haben eine Schatzkarte gefunden und sie auch richtig gelesen. Manche mögen jetzt sagen, ja, komm Katze, das war jetzt auch nicht schwer. Das mag vielleicht sein, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem stolz auf uns. Hat doch wunderbar geklappt. Und die Strandbar ist wirklich ein sehr, sehr schönes Level. Hat mir richtig gut gefallen. Komm mit, Toadie, wir müssen zurück. Einmal durch die Tür. Und dann geht's hier weiter. Wow. Also ich frage mich, wie das hier alles aussehen würde, wenn es Gäste gäbe. Also wenn hier überall Leute wären, die hier genüsslich etwas getrunken hätten, sich unterhalten hätten, vielleicht gäbe es auch leckeres Essen, ja, Süßkartoffeln, ein Schnitzel, ich weiß es nicht, was man eben so essen möchte. Schöne Reisgerichte, ja, oder Nudelgerichte. Toll, einfach toll. Also schöne Location für eine Bar, muss ich schon sagen. Ich hoffe, wir können hier irgendwann mal essen, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Wobei, andererseits, dann wäre es ja kein Geisterhotel, oder? Ich weiß ja auch nicht. Moment mal, da sind ganz viele Goldbarren. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann mit Luigi da auf der linken Seite noch durch. Das habe ich noch gar nicht gesehen, als ich das riesige Schiff entfernt hatte. Schaut mal, Luigi ist jetzt hier. Und jetzt können wir alles einsammeln. Und können wir sogar die Kasse öffnen? Da sind bestimmt auch noch ein paar tolle Dinge drin. Wow, die letzten Einnahmen vom letzten Monat. Die ganzen Monatseinnahmen. Zack, alles eingesammelt. Okay, Luigi. Wir sehen uns dann im Aufzug. Bis gleich. So, einmal drücken. Und du darfst erstmal zum Professor. Mach's gut, Toad. Und pass bitte auf dich auf. Gut. Oh, oh. Wir werden wieder von Sarah Schreck beobachtet. Was sie wohl denkt? Ah, das gibt es nicht. Oh, König Buhu. Oh, hallo. Klein Moment, ich muss mich noch pudern. So. Alles in Ordnung? König Buhu, es hat eine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Aber was tun Sie? Also gut. Ich nehme Sie einfach mit. Oh Mann. Irgendwie werde ich ihn so nie beeindrucken. Alles wegen Luigi. Ich glaube, Sarah Schreck ist mächtig wütend auf uns, dass wir so gut vorankommen. Oh, hallo? Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind die wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Danke, Professor. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt in die nächste Etage. Wir haben ja jetzt den nächsten Knopf.
Und das ist Knopf Nummer 13. Klasse. So. Oh, oh, Achtung. Uiuiui. Ui, ui. Und einmal da rein. Super. Hat ja klasse funktioniert. Etage 13, der Fitnessbereich. Oh, wie cool. Luigi, du siehst zwar sehr sportlich aus, aber selbst wenn man einen guten Stoffwechsel hat, heißt das nicht, dass man keinen Sport machen muss. Es geht ja nicht um die Figur. Es geht ja nicht darum, wie man aussieht, sondern dass man fit bleibt. Dass man sich dehnen kann, dass man flexibel ist, sich gut bewegen kann. Deswegen bist du vielleicht die richtige Person, die jetzt ein bisschen Fitness machen darf. Hallo? Ist hier jemand? Mach dir keine Sorgen, Luigi. Du weißt doch, wie gewohnt, eine neue Etage und Neues zu entdecken. Was sind das denn für Dinger? Lustige Statuen. Sind das rote Roboter? Ich meine rote Geister. Wie komme ich jetzt auf Roboter? Hier in dem Mülleimer war ein bisschen Krempel drin. Das ist schön. Oh, das Telefon klingelt. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hallo? Auf Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Okay. Dankeschön, wer auch immer das gerade war. Oh. Ah. Schaut mal. So können wir zusammen das Ganze hier öffnen. Und ich kann sogar die Dinger hier herausziehen. Ja, klasse. Perfekt. Damit hätten wir sogar schon unseren ersten Kristall gefunden. Luigi, gute Arbeit. Und die ganzen Pokale, die können wir auch mal einsaugen. Ich glaube, die braucht niemand mehr, oder? Die werden schon bestimmt irgendeinem Geist gehören, aber alles halb so wild. Gut. Dann mal gucken. Verlassen wir, glaube ich, diesen Raum. Mehr gibt es hier nicht zu entdecken. So. Hallihallo. Oh, was ist das hier? Gibt es da Prospekte? Ja, wahrscheinlich Fitnessmagazine, um zu wissen, wie man richtig trainiert. Zum Beispiel seinen Bizeps oder aber auch seinen Po oder seine Beine, seine Arme, seinen Rücken. Es gibt ja für alle Muskeln am Körper Trainingseinheiten. Interessant. Da kriegt man richtig Lust, wieder mal Sport zu machen. Vielleicht zu tanzen, zum Beispiel zu Just Dance oder aber auch, naja, einfach mal Fahrrad fahren zu gehen. Oder wenigstens spazieren zu gehen, um in Bewegung zu bleiben. Ich meine, wir Menschen haben ja nicht umsonst Beine bekommen. Die Beine haben wir bekommen, damit wir uns bewegen. Tatsächlich, so simpel ist das. Und wenn wir das verinnerlichen und es zur Gewohnheit machen, wenigstens eine halbe Stunde am Tag spazieren zu gehen. Hey, dann bleiben wir fit und beweglich. Und das ist das A und O. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt, katztastisch!